Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Appstore HDM LS19 zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Hallo! Inzwischen ist auch schon 7 Uhr geworden. Ich bin natürlich immer wie fleißig noch am Armeen, der Philipp ist am Dreschen. Und es läuft alles wunderbar. Zum Glück hatten wir jetzt einen Tag Pause, das heißt, ihr müsst euch nur noch kurz das Mähwerk anhören. Und dann ist auch wieder, hört ihr nur den schönen Klang vom Steier und von der Landschaft und von den anderen Fahrzeugen, ne? So, und dann wenden wir hier einmal. Was machen wir, also wo ich jetzt hier bin, also auf der 80, ja. Was wollen wir da, wollen wir da Gras wieder machen und dann auf der 81 wieder Heu, oder? Was sagen Sie dazu? Mir egal. Also warte mal, wir haben Kühe, das heißt, wir müssen uns ja zum Kühe kümmern. Muss ich gleich mal nachgucken, was die brauchen, die Heu und Gras, oder reicht denen auch nur Heu? Weil Mischfahrzeug wäre natürlich das Beste, aber... Ja... Ne, wobei... Wir könnten eigentlich... Ja, okay. Wir müssen uns einen Futtermischwagen mieten, aber das wäre jetzt auch nicht das Größte, weil schon haben wir alle Komponenten, also fast. Silageballen haben wir, Strohballen haben wir, fehlt eigentlich nur noch Heu. Ja, dann ist schlauer Heu zu machen. Ja, ja. Ja, dann werden wir alle wissen, wenn ich hoffe mal, ich weiß nicht, wie lange es dauert, wird die Kühe haben jetzt zwar erstmal, da fällt mir gerade was, einen Wasserfass müssen wir uns ja auch noch kümmern, ne? Okay. Ja, da können wir aber wieder das Kleine nehmen, sagen. Ja, ja. Oder ob wir uns einen schönen Mod raussuchen. Würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht normal, weil da gibt's echt ein geiles Jaskin vom Standard LS. Ein Standard halt. Hm. Ja, können wir auch nehmen. Dann kaufe ich das gleich mal, damit wir den Phoenix was uns aufgeben können. Ja, wie viel kostet das überhaupt? 7,5. Oh. 9,5. Okay. Also 10. Ja, okay. Dann haben wir noch 2000. Wunderbar. So, vorhin lassen wir wieder runter. Jetzt können wir auch mal den Radio hier anschalten. So. Letzte Folge haben wir ja bis zur Hälfte fast Radio ausgehabt. Das heißt, dann machen wir noch mal wieder schon früher an. So, wir haben alles mitbekommen. Wunderbar. Hoch, aus, zusammenklappen, hinten ebenfalls aus und zusammenklappen und dann sind wir durch. Dann Ölschleuchte wieder an. Ich weiß, ich würde sie nicht so unbedingt brauchen, aber... Safety first, das sieht aber geil aus. So. Dann fahren wir nach Hause. Ja, da werde ich mir gleich mal den Wender hinterklemmen und das erstmal alles drüber wenden. So. Ich weiß gar nicht, haben wir eine Werkstatt sozusagen? Doch, haben wir glaube ich am Hof, ne? Ja, ja. Okay, gut. Da war auch das Tankfass halt in den. Mir mir gerade eingefallen. Alle 3000 auf dem Konto. Eieieiei. Wir beginnen wie auf der. Ja, genau. Aber wir haben. Da ist ein Streifen noch nicht gewachsen, ja moin. Oh Gott. Ja, wir haben ja was wir verkaufen können. Das heißt, wir dürften wieder bald zu Geld kommen. Hoffentlich. Einfach ist zwar schmal, aber ich bin reingegangen. Ja, das auf alle Fälle. Na, ja, waschen hat er nur, das braucht nicht noch relativ sauber, das Ganze. Gespannt. Hast du gerade gegähnt oder ist was passiert? Gegähnt, okay. Gegähnt. Bin ich dich so ermüdet oder was? Es ist 7 Uhr in der Früh. Auch wieder ins Bett. Ja, gut. So, runter und abgekoppelt. So. So. Dann nehmen wir das vorne wieder runter. Stücken können wir noch vor. Ja, zack. Ich wollte die einfach hier stehen lassen.
Störer momentan können. So, Tür machen wir zu. Dann schnappen wir uns den Kollegen hier. Oh. Kurz ge. Ah, jetzt. Hat mir die Radio gesperrt. So. So, die Kakao ist drin. Da machen wir das Gewicht, aber jetzt brauchen wir zu wenden, brauchen wir das nicht. Alles klar, ich habe einen kleinen. Ah, ich kann das vom Steuer schnell nehmen. So. Ja, hier zum Beispiel beim Deutz oder so, geht das wesentlich schneller. Das ist schon, aber ja. Zack, dann ist er dran. So, machen wir mal kurz andere Rücken drauf. Nee, ich würde. Das Problem wieder. Ups. Ein Stück zurück. So, jetzt da mal. Als. Ich muss eh sagen. So. Wie viel Arbeitsmeter hat denn das Schneidwerk überhaupt? Ich glaube 7 Meter. 5,1. 7 Meter? Hä? Hm? Ich hab das Drescher-Schneidwerk meint. Ja? Das hat 5,1. Echt? Okay, doch, es hat 7. Nee. Okay. Das muss doch alles passen. Ja. Also. Das kann ich jetzt so gerade nicht auf mir sitzen lassen. Ich bin mir zwar leid, aber. Ja. Was denn? Alles gut. So, jetzt passt aber. Ah. Zack. Machen wir wieder Gewicht dran. Oder was ist Gewicht? So, machen wir auf hier. Ist ja schon ein schöner Sommervormittag. Hat wahrscheinlich schon so 60, 50 Grad Außentemperatur. Kann man mal die Scheiben aufmachen. Steht er da drin? Ja, ne? Boah, der hat ja eine Klimaanlage. Scheiße, steht er nicht. Steht denn der da? Haben wir, ah, das kann sein, dass wir den da drüber reingepackt haben, ne? Ja, ah, da steht er. Hm? Der hat ja eine Klimaanlage. Wer, also der Dominator? Ja. Oi. Das ist gut. Komm ich da? Ja, da. Da ist es wendig, da dürfte ich rankommen. Kommen wir nicht ans Tor, kommen wir auch nicht ans Steuer. Ja, okay. Echt wäre es jetzt nicht so einfach gegangen, aber im Spiel geht das ja noch, ne? So, wenn wir noch wieder schön rauskommen. Ja, sind wir noch nicht alles gut. Aber das sieht ja immer ganz anders aus, der Deutsch, ne? Ja, ja. So. Nicht wieder an die Birke fahren, das war gut. So.
So, dann klappen wir mal auf hier das ganze Gespann. Bin jetzt immer gespannt, wie es jetzt aussieht, wenn sie das Ganze jetzt hier vermischt. Ja, so ist es passen. Machen wir an. Und runter. Sind ja schon dreckig. Der wurde nicht gewaschen beim letzten Mal. Das geht doch nicht. Nee. Was passiert? Ich glaube, es passiert immer nichts. Es wird einfach alles gewendet. Uiuiuiui. Alles gut. Ja, doch eine schöne Arbeitsbreite. Ich weiß gar nicht, wie viel mehr das sind. Sind es 10 Meter oder 9? Ich glaube, 9 waren es. Muss doch ganz ordentlich. Vom Wender. Oha. 11,2. Oh, da hat er gleich. Ah, okay. Ah, da hat er gleich kurz geschaut, da jetzt. Eieiei. So, jetzt können wir alle wieder ausmachen. Ja, was geht, passt sie dir auch schon hier an den Hang an? Ich glaube, wir sind gerutscht hier. Ja, doch, ging. So, dann haben wir eine schöne Kurve. Haben alles erwischt. Perfekt. Entweder schalte ich ein bisschen durch, aber man hat so das Gefühl. Kann aber auch sein, dass es hinten ein bisschen zu weit runter lässt. Alter, dreimal? Ja, dann geht es wesentlich besser. Der ist einfach hinten echt ein bisschen in der Luft. Na, lassen wir mal Allrad drin. War nicht allzu schnell. So. Ich habe jetzt im Deutz Michelin normale Michelin-Reifen draufgezogen, ne? Oh nein, das geht auch nicht. Das sieht aus wie ein neuer Traktor. Das meint man gar nicht, was so Reifen ausmachen. Ich werde doch auch immer kleiner machen, Leute. Also können Reifen Traktoren machen. So, dann haben wir hier alles jetzt einmal gewendet und es ist normalerweise noch Gras. Es ist zwar ein Ticken dunkler geworden, aber es ist noch alles Gras normalerweise. Oder halt Gras, ja. Ist eigentlich alles noch Gras. So, dann gucken wir uns das Ganze. Aua, ein Spender reingelaufen, perfekt. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ist es Gras abgehört? Ja, okay, das sehen wir jetzt da nicht normalerweise. Sehen wir da irgendwas? Nö. Nur, dass es gepflügt werden muss, gut. Dann fahren wir gleich mal weiter zur nächsten Wiese. Hier können wir jetzt Allrad ausmachen. Wenn man auf der Straße unterwegs ist, ist das Ganze nicht so vorteilhaft. Wenn es jetzt nur einmal passiert, geht es dann noch, aber auf Dauer, nicht ganz optimal. So. An unserem Gärtler gedeiht auch so manche Sachen. Hast du einmal abgetankt, ja, oder? Bin gerade beim zweiten Mal. Okay. So, geht's wieder rein hier.
Ja, doch noch ein Stück, wie gesagt, hier geht's schon rein, aber unsere Wiese geht noch ein Stück weiter nach vorne. Ach, schöne Felder, ich muss mal sagen. So, klammern das Ganze wieder aus, wenn wir mit so einem Stück vorfahren, was schon. Treffen wir den Baum. Und das ist nicht ganz so vorteilhaft. Fangen wir mal an. Und runterlassen. Ah, die Gruppe geht. Haben wir mal wieder alle da drin, vorsichtshalber. Vorne wird es ein bisschen williger, fahren wir jetzt auch nicht so schnell, dass ihr hier schön alles mitbekommt. Aber das linke Teil hüpft ein bisschen da drüben. So, da haben wir jetzt eigentlich den großen schrägen Teil schon geschafft. Muss ich näher, das ist ein Schlafstiefhörer so. Und dann hebe ich einfach hoch. So. Abgeladen ist. Wunderbar. Zweimal schon inzwischen. Bin ich mit Feld 2 dann schon fertig fast? Fast ja. Ist das Feld 2? Ja, doch ist Feld 2. Ein Teil hinten halt noch. Ja. Aber okay, zwei Anhänger lang ist ganz gut, muss man sagen. Und Hafer ist ja doch auch ganz ertragreich und gibt halt richtig gut Kohle. Ich glaube, so ein Tausender pro Liter, ein bisschen mehr. Was lächelt jetzt? Man kann natürlich sein, dass er gestiegen ist zu unserem Vorrat, oder kann auch sein, dass er gesunken ist. Man weiß es nicht. So, jetzt fahren wir hier mal so. Aber wäre doch ganz gut. Hafer 1200. Was ist ohne du, ja. Bei Agribis. Oder Agribis, oder wie man es da spricht. Agribis, hm. Ja. Also ich glaube, so wie man es spricht. So wie man es spricht. Ah ja. Perfekt. Gute Erklärung, Flo. Man spricht, so wie man es spricht. Merkt euch das. Nämlich gar nicht was. Oder Agrivis. Agrivis kann sein. Entweder Agrivis oder Agrivis. Bisschen schneller. Kann sein. Muss mal Google übersetzen eingeben. Am Schluss wird der so als Fremdwort erkennen. Kann gut möglich sein. So, dann haben wir hier auch die erste Schicht gleich alles gewendet. Und wir sind durch. So, perfekt. Dann kann man ausschalten und zusammenkloppen. So. Alle rücken wir mal wieder aus. Und dann fahren wir wieder heim. Ja, abbremsen hier. Guck mal, was sind da, was du denn da drüben aus so treibst? Na da. Schön aus, nur mal so. So, reden wir unsere Einfahrt.
Ne, ich pack den ein bisschen weiter vorne. So. Und der Ball. Können wir nicht holen lassen. Türe. Oh, geht auf. Oh, no. So. Hallo? So geht. Dann stoppen wir uns. Warte mal, das Tor hier mal ganz kurz. Ne, stopp. Da muss ich jetzt dann gleich rein. Hier ist ein Hubel drin. So, jetzt halt. Wo ist ein Hubel drin? Auf dem Acker. Also, Handbremse angezogen, so. So. Schrammen wir uns dann mal, zack. Oh, bei der tut's eigentlich. Auch die Stange da. So, dann holen wir uns mal die Presse ran. Ja, steht auch drin, da habe ich schon das richtige Aufmerk gehabt, perfekt. Und der Dünger-Kalkstreu steht ja auch noch. Rum und wartet auf seinen Einsatz. Das ist eine neue Bauabendsehmaschine aus Finnland, hab's mir gemerkt, ja. Ah, noch ein bisschen Gras drin. Na, das weiß ich wieder. Ich hab mir Holz gekehrt, wo bin ich entgegen gedippt? Mit meiner Hand gegen den Schreibtisch, weil ich an Bars lange wollte. Oh. Unangenehm. So, dann kommen wir dich mal besuchen. Gucken, was hey! Sollen wir dann irgendwas ausklappen? Ja, wir mal. Anschalten, runterlassen. Du kannst doch einstellen, ob es automatisch ablegen soll oder nicht, oder? Okay. WF1, oder? Ja, bei F1 sieht man das irgendwo, ich weiß nicht genau wo. Ah, automatisch abschalten. Ne, es ist angeschalten. Dürfte eigentlich also alles funktionieren. Warte mal, wir müssen nochmal unser Terminal umstellen, glaube ich. Ich weiß halt nicht, welches da das richtige ist. Main? Ja, glaub schon. Das ist immer noch gerade. Normalerweise müsste es glaube ich irgendwann auf Strom springen. Oder es bleibt einfach ein Grasballen, kann natürlich auch sein. Da ist ein Grasballen geblieben. So, der erste ist fertig. Wait, warten Sie mal. Achso, ne, das ist ein Grasball, deswegen wirklich nicht den Bohr. Haben wir gerade gedacht. Da kann aber was nicht stimmen. Haben wir jetzt gerade gedacht, der wickelt den Strom. Gas. Ja, ich fahr Ich fahr schon meine 12. Bei mir ist aber besser hoch. Ich habe auch einen kleinen Gang drin. Da kommen wieder die Ausreden. Es ist. Mann. Gute Steuer. Stimmt doch gar nicht. Doch. Überspannt. Warte mal. Du hast einen kleinen Gang drin? Hä? Also, du hast ein stufenloses Getriebe. Ja, gut. Was sagt man dann?
Kann man eigentlich gar nicht. Wenn ich irgendwann mal jemand fragt, oder sagt, komm in die Gänge, dann kannst du sagen, geht nicht, bin stufenlos. Mhm, richtig gute Konter, Alter. Wie man dann sagt, keine Ahnung, dann ist halt im kleinen Gang, weil der Traktor meint, er kann nicht schneller, oder du hast ihm nicht mehr gegeben, also mehr Geschwindigkeit. Jetzt kann man ja alles einstellen. Oh, der war so schön sauber, jetzt wird er dreckig. Oh nö. Frisch auf dem Feld und die Reifen schauen aus. Eieieiei. Der sollte doch eigentlich bloß staubig werden. Eigentlich schon. Wollen ist abgelegt. Oh, wir drehen hier nochmal. Weil ich jetzt da wieder runterschalten muss und dann irgendwie rückwärts aufschieben. Oh, Kühlschrank mitgenommen worden. Ach ja, ja. Ich glaube, ich kann wirklich mit. Die zwei hängen alleine aus. Ja. Glaube ich auch. Ging beim letzten Mal auch. Aber ja, ich werde hier noch ein bisschen weiter pressen, aber wir sind für die heutige Folge auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent und den roten Knopf drauf haben, falls noch nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst habt. Das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der App Store Heide im LS19 zusammen und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao ciao. Ciao.